Himberg, 25 Kilometer vor den Toren Wiens, die Shooters Hall. Elisabeth Keil liebt es zu schießen, es ist ihr Hobby. Die knapp 50-Jährige hat zu Hause eine Pistole. Das geht in Österreich nur mit einer Waffenbesitzkarte und die bekommt nur, wer ein psychologisches Gutachten besteht. Die Waffe darf sie ungeladen, sicher verwahrt zu Hause aufbewahren. Das gebe ihr ein Gefühl von Sicherheit, sagt sie. Naja, ich kann sie schon benutzen, nur bis ich die aus dem Safe draußen habe und geladen habe, ist, glaube ich, der Einbrecher schneller als ich, glaube ich. Ja, also ich habe diese Situation nicht gehabt, aber wenn es sich ausgehen würde, würde ich mich schon beschützen. Ja. Angeblich steigt die Zahl der legal erworbenen Waffen in Österreich zurzeit stark. Es heißt auch, viele Frauen würden aufrüsten. Die Flüchtlingskrise und ein Gefühl der Unsicherheit seien dafür verantwortlich, meinen viele, so auch Elisabeth Keil, die politisch den Rechtspopulisten nahesteht. Die Polizei wurde in den letzten Jahren dermaßen abgebaut, dass sie nicht mehr vor Ort sein können. Und wenn man sich bitte das anschaut, was auf der Grenze passiert, wo drei Polizisten stehen und die werden überrollt, fühlt man sich als Bürger in keinster Weise mehr beschützt. Die Leute kommen alle rein, keiner weiß, wer ist da. Spielfeld Österreich, 21. Oktober. Flüchtlinge überwinden Barrieren, Polizei und Heer schauen zu. Eine Ausnahmesituation, aber diese Bilder sind hängen geblieben. Bei den Bürgern und bei denen, die die Flüchtlingskrise für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Das ist der Erste-Hilfe-Koffer von Georg Zakreisek. Er schult Menschen mit Waffenbesitzkarte wie Elisabeth Keil. Alle 5 Jahre müssen die Kenntnisse aufgefrischt werden. Zakreisek ist vor allem aber Chefwaffenlobbyist der Alpenrepublik. Auch er ist politisch rechtsaußen zu Hause. Er sagt, den Österreichern bleibe gar nichts anderes übrig, als sich zu bewaffnen. Also es ist so, dass unsere Grenzen offen sind. Wer hereinkommt, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das für Leute sind. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Und wir wissen nicht, was sie in ihren Rucksäcken haben. Und in ihren Taschen haben. Es schaut niemand nach. Das heißt also, es hat Stichproben gegeben an der Grenze, da kommt jemand mit 3 Handgranaten im Gepäck. Die nimmt man ihm weg und schickt ihn weiter. Woher er solche Informationen hat, wollen wir wissen. Bei uns sind sehr viele Mitglieder bei der Polizei, sehr viele Mitglieder beim Bundesheer und von denen weiß ich das. Die sind verlässlich. Das können wir nicht verifizieren. Tatsache aber ist, dass in der Flüchtlingsfrage massiv und gezielt Unwahrheiten verbreitet werden. Vor allem in den sozialen Medien. Hass und dreiste Lügen werden gepostet, um Ängste zu schüren. So sollen Horden von Flüchtlingen plündernd durch Supermärkte in Wien gezogen sein, was frei erfunden ist. Der Verein Mimikama in Wien hat den Lügen im Netz den Kampf erklärt und entlarvt sie. Finanziert wird Mimikama über Anzeigen und Spenden. Falschmeldungen über Flüchtlinge haben Hochkonjunktur. Es ist noch kein Ende in Sicht. Das kommt dazu auch, weil es wirklich einen realpolitischen Hintergrund hat, der natürlich auch noch weiterläuft. Also solange wir wirklich politisch mit der Flüchtlingsdebatte zu tun haben werden, wird auch in den sozialen Netzwerken weiterhin etwas verstreut, was betrachtet werden muss. Elisabeth Keil schießt nicht nur gerne mit ihrer Pistole, sie ist auch viel im Netz unterwegs. Sie teilte am 14. Oktober 2015 folgenden Tweet. Migranten legen Brände in Schwedens Hauptstadt. Es handelt sich dabei allerdings um Unruhen aus dem Jahre 2013. Flüchtlinge waren nicht beteiligt, so Mimikama. Werden da gezielt Ängste geschürt? Die Ängste wachsen, das ist teilweise gezielt provoziert, dass die Ängste wachsen sollen. Auf der anderen Seite ist es aber auch aus dem eigenen Gefühl her, dass diese Angst wächst, weil man die Angst immer schon hatte und sie dann durch sowas noch bestärkt wird. Die Waffenhandlung Seidler im 19. Wiener Bezirk. In Österreichs Hauptstadt steigen die Waffenverkäufe besonders stark. Seit der Einführung des zentralen Waffenregisters im Juni 2014 wurden landesweit mehr als 70.000 zusätzliche Pistolen und Gewehre registriert. Die Zahl der Waffenbesitzer ist um über 17.000 gestiegen. Heribert Seidlers Geschäft boomt seit Monaten. Also wir haben viele neue Kunden, die vielleicht vorher noch nie bei uns im Geschäft waren. Es kaufen aber auch viele Polizisten Privatwaffen. Das ist auch auffallend.
Und es werden ja zum Beispiel solche Flinten gern gekauft, weil sie auch eine gewisse Drohwirkung darstellen. Aber Österreich ist nicht Amerika. Seine Schusswaffe ständig bei sich tragen darf nur, wer einen Waffenpass hat. Und Waffenpässe werden kaum noch ausgestellt. Das macht der Staat ganz bewusst. Es gibt keine Statistiken, die belegen, dass mit den Flüchtlingen die Kriminalität steigt. Trotzdem, Unsicherheit, Kontrollverlust des Staates, diffuse Ängste. Aus diesen Gründen kaufen die Österreicher mehr Waffen. Wir können nichts verordnen, wir können nichts verbieten. Wir können nur den Menschen helfen, dass sie ihre Angst wieder loswerden und nicht unsinnig Geld für Waffen ausgeben. Doch genau das tun die Österreicher. Denn es gelingt nicht, ihnen ihre Ängste zu nehmen. 1, 2, 3, 4 sind alle drin. Flüchtlinge überwinden Barrieren, Polizei und Heer schauen zu. Eine Ausnahmesituation, aber diese Bilder sind hängen geblieben. Bei den Bürgern und bei denen, die die Flüchtlingskrise für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Das ist der Erste-Hilfe-Koffer von Georg Zakreisek. Er schult Menschen mit Waffenbesitzkarte wie Elisabeth Keil. Alle 5 Jahre müssen die Kenntnisse aufgefrischt werden. Zakreisek ist vor allem aber Chefwaffenlobbyist der Alpenrepublik. Auch er ist politisch rechtsaußen zu Hause. Er sagt, den Österreichern bleibe gar nichts anderes übrig, als sich zu bewaffnen. Also es ist so, dass unsere Grenzen offen sind. Wer hereinkommt, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das für Leute sind. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Und wir wissen nicht, was sie in ihren Rucksäcken haben und in ihren Taschen haben. Es schaut niemand nach. Das heißt also, es hat Stichproben gegeben an der Grenze. Da kommt jemand mit 3 Handgranaten im Gepäck. Die nimmt man ihm weg und schickt ihn weiter. Woher er solche Informationen hat, wollen wir wissen. Bei uns sind sehr viele Mitglieder bei der Polizei, sehr viele Mitglieder beim Bundesheer und von denen weiß ich das. Die sind verlässlich. Das können wir nicht verifizieren. Tatsache aber ist, dass in der Flüchtlingsfrage massiv und gezielt Unwahrheiten verbreitet werden. Vor allem in den sozialen Medien. Hass und dreiste Lügen werden gepostet, um Ängste zu schüren. So sollen Horden von Flüchtlingen plündernd durch Supermärkte in Wien gezogen sein, was frei erfunden ist. Der Verein Mimikama in Wien hat den Lügen im Netz den Kampf erklärt und entlarvt sie. Finanziert wird Mimikama über Anzeigen und Spenden. Falschmeldungen über Flüchtlinge haben Hochkonjunktur. Ist noch kein Ende in Sicht. Das kommt dazu auch, weil es wirklich einen realpolitischen Hintergrund hat, der natürlich auch noch weiterläuft. Also solange wir wirklich politisch mit der Flüchtlingsdebatte zu tun haben werden, wird auch in den sozialen Netzwerken weiterhin etwas verstreut, was betrachtet werden muss. Elisabeth Keil schießt nicht nur gerne mit ihrer Pistole, sie ist auch viel im Netz unterwegs. Sie teilte am 14. Oktober 2015 folgenden Tweet. Migranten legen Brände in Schwedens Hauptstadt. Es handelt sich dabei allerdings um Unruhen aus dem Jahre 2013. Flüchtlinge waren nicht beteiligt, so Mimikama. Werden da gezielt Ängste geschürt? Die Ängste wachsen, das ist teilweise gezielt provoziert, dass die Ängste wachsen sollen. Auf der anderen Seite ist es aber auch aus dem eigenen Gefühl her, dass diese Angst wächst, weil man die Angst immer schon hatte und sie dann durch sowas noch bestärkt wird. Die Waffenhandlung Seidler im 19. Wiener Betoren Wiens, die Shooters Hall. Elisabeth Keil liebt es zu schießen, es ist ihr Hobby. Die knapp 50-Jährige hat zu Hause eine Pistole. Das geht in Österreich nur mit einer Waffenbesitzkarte und die bekommt nur, wer ein psychologisches Gutachten besteht. Die Waffe darf sie ungeladen, sicher verwahrt zu Hause aufbewahren. Das gebe ihr ein Gefühl von Sicherheit, sagt sie. Naja, ich kann sie schon benutzen, nur bis ich die aus dem Safe draußen habe und geladen habe, ist, glaube ich, der Einbrecher schneller als ich, glaube ich. Ja? Also ich habe diese Situation nicht gehabt, aber wenn es sich ausgehen würde, würde ich mich schon beschützen. Ja? Angeblich steigt die Zahl der legal erworbenen Waffen in Österreich zurzeit stark. Es heißt auch, viele Frauen würden aufrüsten.
Die Flüchtlingskrise und ein Gefühl der Unsicherheit seien dafür verantwortlich, meinen viele, so auch Elisabeth Keil, die politisch den Rechtspopulisten nahesteht. Die Polizei wurde in den letzten Jahren dermaßen abgebaut, dass sie nicht mehr vor Ort sein können. Und wenn man sich bitte das anschaut, was auf der Grenze passiert, wo 3 Polizisten stehen und die werden überrollt, fühlt man sich als Bürger in keinster Weise mehr beschützt. Die Leute kommen alle rein, keiner weiß, wer ist da. Spielfeld Österreich, 21. Oktober. Flüchtlinge überwinden Barrieren, Polizei und Heer schauen zu. Eine Ausnahmesituation, aber diese Bilder sind hängen geblieben. Bei den Bürgern und bei denen, die die Flüchtlingskrise für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Das ist der Erste-Hilfe-Koffer von Georg Zakreisek. Er schult Menschen mit Waffenbesitzkarte wie Elisabeth Keil. Alle 5 Jahre müssen die Kenntnisse aufgefrischt werden. Zakreisek ist vor allem aber Chefwaffenlobbyist der Alpenrepublik. Auch er ist politisch rechtsaußen zu Hause. Er sagt, den Österreichern bleibe gar nichts anderes übrig, als sich zu bewaffnen. Also es ist so, dass unsere Grenzen offen sind. Wer hereinkommt, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das für Leute sind. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Und wir wissen nicht, was sie in ihren Rucksäcken haben und in ihren Taschen haben. Es schaut niemand nach. Das heißt also, es hat Stichproben gegeben an der Grenze, da kommt jemand mit 3 Handgranaten im Gepäck. Die nimmt man ihm weg und schickt ihn weiter. Woher er solche Informationen hat, wollen wir wissen. Bei uns sind sehr viele Mitglieder bei der Polizei, sehr viele Mitglieder beim Bundesheer und von denen weiß ich das. Die sind verlässlich. Das können wir nicht verifizieren. Tatsache aber ist, dass in der Flüchtlingsfrage massiv und gezielt Unwahrheiten verbreitet werden. Vor allem in den sozialen Medien. Hass und dreiste Lügen werden gepostet, um Ängste zu schüren. So sollen Horden von Flüchtlingen